So, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Subnautica. Ich bin auch gerade dabei, so ein bisschen Material zu farmen. Weil wir wollen ja noch ein paar Sachen herstellen. Da wir jetzt nun endlich den Krabs haben. Da wir endlich den Krabs haben, können wir natürlich endlich auch ein paar Sachen nutzen und gebrauchen und tun und machen. Oh, ich mache jetzt mal ganz kurz Aerogel. Dann können wir nämlich den Torpedowerfer machen. Eins muss ich mal kurz gucken. Weil wir hatten da ja schon Mods reingesetzt, ne? Weiß ich mich gar nicht, welche Mods wir tatsächlich schon da drin haben. So, Wurfarm haben wir, den Wurfarm haben wir und den Bohrer haben wir. So, das haben wir auf jeden Fall. Dann würde ich mir auf jeden Fall noch den Torpedoarm auf jeden Fall machen. Das, was wir hier sowieso schon haben, diesen... den Torpedoarm und dann noch dieses andere, diese Schubkanone, wie das Ding da heißt. Den können wir jetzt bauen. Torpedos können wir auch bauen. Machen wir erstmal den Torpedoarm fertig. So, dann hätten wir den nämlich dann schon mal. Hätten wir den. Das finde ich mal ganz interessant. Dafür bauen wir aber noch ein zweites Mal Nickel. Und wir brauchen einen Computerchip. Computerchip, das machen wir mit als nächstes. Dann haben wir nämlich erstmal eins nach dem anderen erstmal weggearbeitet. So, dann machen wir uns erstmal noch einen Computerchip. Chip. Gold. Achso, Gold. Jetzt fehlt tatsächlich noch Gold, ne? Ich dachte, ich hätte irgendwo noch... Hier haben wir übrigens das eine Nickel. Ja, okay, wir müssen Gold finden. Dann packe ich erstmal hier erstmal alles rein. Das habe ich vorhin ja schon mal gemacht. So, Lämschken. Das kommt rein. Torpedoarm kann eigentlich... Erstmal hier mit rein. Ja, gut. So versaue ich mir dann immer meine ganzen Kisten. Das ist... Weil ich immer irgendwo was reinschmeiße, so temporär. Und dann sind ja wieder alle Kisten leer, vollgemüllt. So. Schwubbelibab. Was? So. So, vier Plätze haben wir noch. Vier Plätze. Eins, zwei, drei. Kriegen wir pauschal immer drei raus? Eins, zwei, drei. Okay. Zwei, drei. Schaut es bei euch aus? Ist noch alles voll, komplett. Das ist gut. Ja, so drei brauchen wir. Drei packen wir mal hier so hin. Der Rest kommt da rein. Baden wir trinken. So. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen... Bisschen Gold. Ich werde mich mal auf den Weg machen. So ein bisschen abfarmen. So. So, wo wollen wir denn hin? Landeplatz, Robotik, Vieh, Schnirpirsche. Signalboje, Wrack 1, Kupfer, Titanerz. Wo war die Mine? Das war da vorne. Okay, dann düsen wir da erstmal hin, würde ich sagen.
erstmal in die Nähe von den Schloten, weil ich meine, hier war auch hier und da auch ordentlich. Ah, ich meine, hier war auch ordentlich Gold zu finden. Vielleicht haben wir das auch schon alles abgegrast im Laufe der Zeit. Das kann natürlich sein. Wir sind auch gerade mal erst bei 80 Metern. Das ist natürlich nicht so prall. Das ist natürlich noch nicht so prall. Da müssen wir erstmal noch woanders hin. Wir düsen. Ach ne, das ist ja auch nicht so wirklich geil. Und mit dem Schlot. Lass uns mal ein bisschen weiter nach hinten. Ich glaube, da macht es mehr Sinn zu gucken. So hier in dem Bereich zum Beispiel. Aber lass uns hier mal gucken. Da kommen wir dem Gold dann schon ein bisschen näher. Oh, hier haben wir zumindest Silber. Mutmaßlich. Hier können wir vielleicht mal eher gucken. Müssen nur aufpassen, weil ich kann jetzt hier nicht mal eben wenden. Das ist natürlich auch ein bisschen kacke. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. So. Haben wir das schon gescannt? Wahrscheinlich ja. Silber- und Frachtabteil haben wir. Batterie. Habe ich natürlich den Scanner auch zu Hause gelassen, ne? Ich Trottel. Hätte ich mal lieber einen Scanner mitnehmen sollen. Mein Kupfer ist zwar schön und gut, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen Gold haben. Kacke, ich hätte mal lieber ein bisschen. Vielleicht sollten wir nochmal zurück und vielleicht mal nach Gold scannen, wa? Ich weiß nicht, ob wir da ein bisschen besser mitfahren. Ich glaube, ich werde auch mal mit der kleinen Seebahn, also mit dem kleinen, losfahren. Ich meine, den anderen Kram brauche ich jetzt hier erstmal gerade nicht. Ich weiß sowieso nicht, warum ich den komplett mitgenommen habe hier. Das ist ein bisschen scheiße. Da müssen wir leider nochmal zurückfahren. Das ist ein bisschen blöde. Außerdem wäre es, glaube ich, ärgerlich, wenn wir irgendwo vielleicht dann noch wieder drauf gehen und dann verlieren wir drei Abteile oder so. Das wäre echt ein bisschen ungeil. Da hätte ich jetzt auch nicht so wirklich Bock drauf. Die Frage ist ja auch, ob man unbedingt hier tauchen muss.
Ich glaube, ich werde mal erstmal nach Hause düsen. Ich muss ja eigentlich nur die ganzen Abteile, muss ich einfach nur abwerfen. Gab es nicht eine Mine zum Abbauen mit dem Krebs? Ja, das gab es wohl. Das gab es wohl. Ich muss dann nur mal... Ja, das ist Problem ist, ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Dem Krebs. Aber gut, sonst muss ich... Ja, ich muss gleich mal gucken, wie wir das machen. Sonst können wir natürlich in der Mine mal schauen, ob wir da... Also Gold war da ja definitiv, glaube ich. Also ich meine, da war so ein Klumpen Gold. Ja, wo fahre ich überhaupt hin? Das ist nicht schon richtig. Muss ich mich dann erstmal ein bisschen... Muss ich mich erstmal ein bisschen umbauen hier, meine Seebahn. Sonst wird das hier nix. So. So, mal hier ein bisschen lecker einpacken. So, und dann schmeißen wir nämlich die Abteile erstmal raus. Und dann müssen wir einmal das Docking abnehmen. Tüdeln wir das nämlich. Achso. So. Von hier außen auch rauf. Huch. Na, jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Ist unglaublich. So. Schwupps. Ah, mal gucken, wie hoch ich springen kann. Ja gut, ich komme schon ein ganzes Stück hoch. Perfekt. So, dann kann ich mit dem hier erstmal rüberdüsen. Dann machen wir das so. Dann fahren wir einmal zur Mine rüber. So, einmal zur Mine. Zur Mine, 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 Mine. Das war hier auf der linken Seite, ne? Aus der Mine. Hast du das Fabrikator-Abteil damals gebaut? Nee, gebaut nicht, nee. Gebaut hatte ich das nicht. Aber ich glaube, das Rezept hatte ich schon freigeschaltet. Müssen wir erstmal wieder die Mine finden. So. So. Bisschen rückwärts. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased.
So. Erstmal hier gucken. Ich weiß gar nicht, gab es hier auch Material? Müssen wir sehen, dass wir da irgendwie runterspringen können. Ah, müssen wir dann wirklich... Guck mal, da ist da auf jeden Fall was, aber das ist Titan. Guck mal, ob das was wird. So, dann gucken wir noch mal. Ich wollte es halt mal ausprobieren, er lebt ja immer noch. Rubin im Frachtraum abgelegt, okay. Die Frage ist, ist natürlich dann alles voll hier, oder? Wartungsmodul ansehen. Vorrat ansehen. Ach so, okay, so ein bisschen haben wir also, okay. Muss man ja jetzt auch erstmal angucken. Okay, das hat schon mal ganz gut mit Rubin funktioniert. Immer so testweise. Jetzt hätte ich schon ganz gerne natürlich mal irgendwo ein bisschen... Gold. Rubin ist ein Aluminiumoxid. Jo, keine Ahnung. Sieht so aus. Wenn das Spiel das sagt, dann wird es doch schon so stimmen. Ich weiß es nicht. Könnt ihr gerne googeln. Oh, hier war wahrscheinlich nichts. Ach, das wird mir ein bisschen eng an der Stelle. Auch nix. Wo hoffen, dass so ein Gold war. Sonst wäre das ein bisschen elendig. Oh, da könnte Gold gewesen sein. Holderbaum. Zu warm zum Googlen, dann frage Alexa, genau. So, 6-mal Gold. Thank you.
Er hat mich halt angegriffen. Und mal gucken, dass wir gleich noch ein bisschen Platz haben für... Ich weiß nicht, ich wollte hier mal gucken. Vielleicht haben wir ja auch Glück, dass hier noch irgendwo Nickel oder sowas ist. Vielleicht haben wir ja das Glück. Und das dürfte sicherlich... Okay, jetzt Titan. Jetzt haben wir schon noch Titan aus. Ah, ist auch Titan alles. Alles Titan. Was ist das? Das könnte Kupfer sein. Ja, Kupfererz. Kupfererz, das sah mir schon danach aus, ja. Kupfererz. Das ist Titan. Hier haben wir noch Diamant. Aber kein Nickel oder sowas, ne? Kein Karnickel. Machen wir ein bisschen Rubin. Na. Hätte ja klappen können. Oder ist das da drüben? Ist auch noch Diamant oder ist das? Ja, ist Diamant. Titan. Aua! Pissnelke. Wollen wir mal kurz hier reingucken, was denn alles schon im Sack ist. Welcome aboard, Captain. Verpiss dich doch! Ich tue dir ja auch nichts. Ansonsten ist alles entweder nur Titan, Rubin, Diamant. Bisschen Gold eben halt noch. Ja, sonst machen wir uns sonst erstmal die Lager erstmal mit Gold voll, würde ich sagen. Wir brauchen eher mal Gold. Das war's. Das war's mit dem Gold. Ja, genau. Ist auch nur normal Titan. Schade. Nur mal sehen, dass wir hier wieder rauskommen. Also Gold ja, aber kein Nickel. Das wäre nochmal ein Traum gewesen. Hier so ein kleiner Nickelhaufen, das hätte was gehabt. Was ist hier überall, ne? So ein bisschen Titan. Oh, warte mal. Steins, warte mal, Stein zerbrechen. Das ist auch Gold. Okay. Wie er mein Dieter angreifen will. Hier, buddel mal lieber weiter, du Heini. Leck gerade. Aber zeig mir mal, wo wir Nickel haben. Ich geh da unten mal ganz kurz gucken. Ja, oder auch nicht.
Da hatten wir das ja schon gesehen. Da waren wir schon dran. Also wir wären Kreaturenei, ja, Kreaturenei. Diamant. Auch nur alles Diamant. Na, dann schauen wir mal, ob wir wieder nach oben kommen. Cool wäre es, wenn man die Bahn hier mal irgendwie reaktivieren könnte. Kein Nickel da. Da vorne wahrscheinlich auch nicht, oder? Das sieht mir so auffällig immer aus. Und hier ist auch nochmal Gold. Ganz dick Gold und einmal ganz dick Titan. Brauch aber... Jetzt brauche ich eigentlich jetzt momentan nur noch Nickel gerade. Akut. Wir hoffen, dass ich da nochmal hochkomme, wa? Das könnte schon ein bisschen schwierig werden. Ich glaube, ich komme da nicht hoch. Schon schön, wenn ich einfach mal irgendwo nickel, so. Das war einfach mal so ein bisschen nickelmäßig so. Seek fluid intake. Nein! Gerade ebenso, würde ich sagen. Und schade, dass man hier nicht immer irgendwo reinkommt. Mach auf die Tür! Ja gut, aber was haben wir jetzt? Wir haben jetzt ein bisschen Gold eingesammelt. Es fehlt eben halt nur noch Nickel, wie ich schon sagte. Und dann sind wir eigentlich gar nicht so schlecht davor. Aber wie gesagt, Nickel müssen wir uns nochmal irgendwie organisieren. Dann müssen wir tatsächlich mal zum Kyanid runter. Hm. So. Hammer. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das,
ob ich das Nickel damals tatsächlich da unten gefunden habe, wie ihr vorhin schon gesagt habt. Ob das tatsächlich da unten in meinem Kyanit gewesen ist. Ich meine, ich habe das wesentlich früher gefunden. Meine ich. Aber Glauben ist ja bekanntermaßen nicht Wissen. Also von daher kann ich es auch nicht beweisen. Aber ich meine, müsste tatsächlich nochmal die ganzen Let's Plays nochmal durchgucken, die ganzen Folgen. Um Hinweis zu haben. Ich meine, das war nur einfach so per Zufall. Ich hatte irgendwo einen Stein aufgenommen und zack, war da halt Nickel. Aber auch in welchen Tiefen das gewesen sein könnte, das weiß ich auch nicht. Naja gut, ich glaube, ich werde erstmal an dieser Stelle einen kleinen Cut machen. Wenn erstmal das Material, was ich habe, erstmal einsortieren. Und dann müssen wir mal sehen, dass wir vielleicht tatsächlich in der nächsten Folge uns vielleicht mal auf den Weg machen Richtung dieser Kyanithöhle. Dass wir da vielleicht mal gucken, ob wir da vielleicht mal Nickel finden. Seek fluid intake immediately. Aber erstmal müssen wir erstmal was trinken, das ist mal wichtiger. Also erstmal was trinken zu Hause, Material wegsortieren, vielleicht das eine oder andere craften. Und dann machen wir uns mal auf den Weg zur Kyanithöhle. Und dann muss ich eigentlich mal außerhalb der Aufnahmen eigentlich nochmal schauen, ob ich nicht mir nochmal die ganzen Texte nochmal gebe, damit ich überhaupt weiß, worauf ich jetzt erstmal, wo ich jetzt hin muss. Weil mir fehlt jetzt, glaube ich, noch die, glaube die, die Alien-Innereien fehlen mir, glaube ich, noch. Also die Alien-Organe. Die fehlen mir, glaube ich, noch. Und dann müsste ich eigentlich so ziemlich alles haben. Und ich weiß nicht, ob wir dann den Alien bauen können, ob wir dem Alien dann helfen können. Ich habe keine Ahnung. Ah. 450 plus habe ich es im Video in der Kristallhöhle gesehen. Ah, okay. Dann werden wir da mal reinschauen.